Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Version 1.4, Produktion 1.5 und so weiter und so fort. Wir machen heute Mais. Düngeproduktion ist angelaufen. Zum ersten. Jetzt werden wir nachts ein bisschen auffüllen. Ein bisschen läuft schon. Ja, ne, und dann sehen wir bald die nächste Produktion kriegen. Also dauert auch sicher eine Weile, aber muss ich mal sehen, was die BGH erbringt. Also ob die Preise ein bisschen steigen, ich weiß es nicht. Also 270 aktuell, ein bisschen dürftig. Ah, die Schweine melden sich auch. Dann müsste ich mal ganz kurz gucken in Optionen. Umwelt. Jetzt können wir besser einstellen. Also Umwelt 30%, Fahrzeuge 50, Menü brauchen wir nicht, Radio haben wir auch nicht. Zurück. Ja, da brauchen wir ein bisschen, dass er sich speichert. Und dann, ja, man, den Wind hört man ein bisschen besser, ne? Ja, wieso dort da keine Gülle reingeht, da verstehe ich nicht. Ist halt so, ne? Die Häcksel gut, 31.000 Liter, also super. So. Lange Arme und Gas geben. So viel Gas geben. Der Rest auf dem letzten Ende. Nicht so gut. Komm nicht rüber. So. Ja, also Gärreste machen wir mit dem Förderband nachher. Vielleicht können wir es auch direkt reinkippen. Dann lohnt sich das wenigstens, ne? Finanziell. In Anführungszeichen, dass es einigermaßen schnell geht. Ja, flügen wir auch noch mal müssen, aber naja, nicht unbedingt. Jetzt werden wir zum Frühjahr flügen, ne? Lassen wir jetzt liegen. Da kommt ja im Frühjahr entweder Soja oder Sonnenblumen rein. Und mal sehen. Grasfelder haben wir auch noch. Wir haben erst Herbstmitte. Wir werden auch sehen, dass wir das ein bisschen etappenweise machen, dass wir nicht so viel auf einmal haben. Ne? Jetzt machen wir mal Mais und dann können wir immer noch aussehen. Bei 12 war. Nee, Hopfen wollte ich noch. Gerste aussehen, ja. Wenn das von der Fruchtfolge funktioniert, muss man mal schauen. Ansonsten weiß ich auch nicht genau. Ja, Kartoffeln denken wir werden morgen kommen, ne? Vermutlich mal ganz stark. Und Rüben. Da werden wir voll beschäftigt sein. Wir sind heute mit Mais mit durch, ne? Ich werde versuchen. Monat 22, naja. Gut, das Geld ist gut investiert. Zum einen können wir unser Gülle und Mist verwerten und entsprechend aufwerten. Juckt die Nase. Und oder 15. Ich glaube, die Folge meint noch fertig, dann noch Schluss heute. Auch nicht übertreiben, ne? Oh, ja.
Ist schon ein bisschen leichter, als wenn man jetzt hier an den Rand fahren muss, ne, wo die Schräge ist, da zum Deich. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber alles rund ums Fruchtfahren geht auch nicht, ne? Das habe ich mal probiert gehabt, am Häcksler was anzuhängen, aber das ist da nicht vorgesehen. Voll. Bist du mal zurück, ne? Oh. So, mal innen machen, ne? Bisschen besser aus. Ich habe mal gesehen im Fernsehen, wie sie mit Maisprinzip auch Ballen gepresst haben. Aber da hatten sie ein extra Gerät gehabt, wo sie das Prinzip den Mais gehäckselt, so wie Umhänger auf den Dings reingeworfen haben. Also ja, gefüllt haben und dann wurde aus diesem Bunkerprinzip immer ein bisschen, heißt ein bisschen, das war eine Reserve und dann konnte man immer eben weg Ballen pressen. Das waren große Ballen, wie groß weiß ich auch nicht, aber die haben direkt aus dem Feld fertig gemacht alles, ne? Ich meine, das Argument zu sagen, okay, so ein Silo kostet ja auch ein Geld und braucht viel Platz und wenn du jetzt nur wenig Tiere hast oder nicht so viel brauchst, da ist es dann vielleicht sogar praktisch, das in Säcke, also in großen Ballen zu lagern am Stall oder so. Aber das Gerät ist garantiert teuer, das rentiert sich nur für Lohner, ne? Also für die wirklich sowas, nur sowas machen, ne? Also für einen kleinen Bauer ist das Ding zu teuer. Steht hier kaputt. Entschuldigung, Glück auf. Dann muss hier weg. So. Also ich fahre nicht fest. Verteiler nehmen durch die Mauer durch. Ja, gut. Das ist ungünstig, aber ist halt so, ne? Ist, woran das liegt, also ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man irgendwie. Er hat ja die Festen weggenommen, weil sie auch nicht immer hundertprozentig waren. Weil es ja. Prinzip einzustellen war, mehr oder weniger, dass man sagen konnte, hier, da, Schluss und so, ne. Und nun hat er platzierbar gemacht. Er hat ja zu Hause auf seiner Karte auch ein Silo, aber ein Silo, wo man hinten rein, rückwärts reinfahren muss. Das hat er jetzt gerade in seinem Let's Play voll gemacht und mal sehen, wenn das in der Silo ist, ob er alles rauskriegt, bin ich gespannt. Weil so kannst du es ja gar nicht testen, weil du im Prinzip gar nicht die Zeit dafür hast. Ne? Da müsstest du theoretisch ja, separat irgendwie cheaten und dann kannst du ja, schwierige Zeitfrage. Ne?
Da sind wir wieder. Ja, welche Krähen? Das waren früher Glücksbringer. Tiere sind hochintelligent. Da sind wir. So. Wenn nicht so schön, aber ist schwer zu steuern, ne? Spiegel kann man nicht mehr sehen. Das ist leider so. Ja, links und rechts siehst du nichts. Da siehst du unten. Und da siehst du auch unten was. Aber so. Also ungünstig, ne? Aber die Anzeige rechts stimmt auch. 10 km/h. Tankanzeige, ja, passt auch so. Temperatur, aber die eine Anzeige passt nicht. Die schwarze da, blauen. Das andere ist irgendwie mit Temperatur, ne? Ja, gut. Die blöde Kurve. Ja, wenn wir mal die große Kurve geschafft haben, dann geht es auch nicht schneller voran. Ja, der Weg ist nicht mehr allzu weit. Aber die Fläche ist größer wie die 3, aber ich glaube, das Feld war nicht gepflügt und nicht 100% gedüngt. Also ich glaube, ich weiß nicht genau. Aber gut. Mitnehmen, ne? So, 95%, 96, 97, 98, 99, 100 und voll. Wieder zurück. Ja, nur die Anzeige mit Acker stimmt nicht, ne? Gut, das wäre, glaube ich, schon zu viel verlangt. Aber wie gesagt, die Fahrzeuge sind ja einfach top. Also die, da haben sie echt was drauf. Also was nicht so funktioniert, ist die ganze Performance irgendwie. Das ist noch nicht so perfekt. Gründe, ja, die alte Energy kann sein. Ob sie neu entwickeln, ja, man kann es nur hoffen. Schauen wir mal, ne? Sie gönnen sich nur ein Jahr mehr Zeit. Konsolen ist der Vorwand. Kann ich mir gut vorstellen. Wenn man da die technischen Daten noch nicht genau kennt, was man da einhalten möchte oder soll und darf. Aber es kann nur besser werden, weil die im Prinzip ja, wenn sie ein neues entwickeln, angeblich soll die besser sein wie die RT 80 Ti. Angeblich. Also. Lass mich überraschen, ne? Traktor fahren, ne? Das sind viele Traum von der Kinder, wenn sie noch klein sind. Ich weiß, bei uns im Dorf nach der Wende
wo die LPG-Prinzip pleite ging, und dann waren die Traktoren zur freien Verfügung. Also ich glaube, ob sie die gekauft haben oder sich einfach genommen haben, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben sich die gekauft für ein Aber und Ei. Und der andere war froh, dass es los war. dann haben die aus Spaß und halber mal so eine Fläche umgepflügt, ne? Ja, gut. Ich sag, wenn man einer gerne mag, ne? Aber nur so lange, wie der Sprit im alten Vorradtank noch vorhanden war. Also Diesel, wo der alle war, da war es vorbei mit sinnlosen Flügen. Ja. Gut, da war auch ein bisschen naja, Leichtgläubigkeit auch im Spiel. Dachten sie auch, sie können an diese Fläche noch richtig Geld verdienen und sagen, ah, pflanzen mal Kartoffeln ein und dann können wir verkaufen. Scheiße was. So viel kannst du damit gleich verdienen, aber wenn du jetzt keine Maschinen für hast. So, Lichow, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke mal fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke. Ich mache heute einmal Schluss. Ich mache morgen noch, denke mal, zwei Folgen. Jo, dann geht es nachher morgen immer weiter. Dann seid mal Tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.